Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute zum vorletzten Mal vorerst Mit Fred. Fred. Ja. Ja, okay. Was machen wir denn heute? Nee, mein Name ist Anton Raist und wir kochen heute gefüllte Champignons. Habe ich mir rausgesucht. Wieder was Vegetarisches. Ich kenne gefüllte Paprika, aber nicht Champignons. Ich nehme an, man höhlt Kenne die ich auch nicht, aus. genau. Ich kenne auch nur gefüllte Paprika. Wird lecker und hoffentlich auch besser gelingen als diese Artischocken-Sache neulich, die da passiert ist. Wollen wir aber nicht drüber reden. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das Video aus. Wollen wir mal Dann wollen wir mal loslegen? loslegen. Ja. Was brauchen wir? Du, pass auf, wir machen es heute so. Ja. Du sagst und ich mach. Ich bin der Chef. Ich bringe dir alles, ich mache alles, was du sagst. Okay, als erstes den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Geht das auch schneller? Check. Gut. Halt's Maul. Dann die Pilzhüte mit zerlassener Butter bestreichen. Wir brauchen diese Champignon ohne Stiele. Ja, die kannst du, glaube ich, einfach rausbrechen, ne? Echt? Tatsächlich. Bruder. Mit der Oberseite nach unten, also so. Also einpinseln und dann reinlegen, ja. Was meinst du, macht das mit den Pilzen, dass wir die mit Butter einstreichen? Sie werden weich und geschmeidig und haben mehr Geschmack und nehmen auch die Füllung besser auf. Es zieht rein und liegt nicht nur drauf. Verstehst du? Ja. Geil. Willst du einen Schneemann bauen? Komm raus und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lang nicht mehr, vermisst dich sehr. Was ist nur los mit dir? Geh weg, Anton. Okay, dann. Jetzt, auf jeden Fall brauchen wir 3 Esslöffel fein gehackte Zwiebeln. Ich will das machen. Oh, ich hab da so Bock drauf. Ja, ne? 3 Esslöffel gehackte Schalotten. Oh, dann müssen wir das gleiche jetzt nochmal machen. Ja. Kannst du die mal gerne. da rausholen? Aus ihrem Schmetterlings. Frühlingskleidchen? Ja, okay. Das ist schön beschrieben. Ja. Die Stiele der Champignonhüte fein gehackt und in einem Küchentuch gut Ja, ausgepresst. okay. Dann machen wir die auch noch da drin gleich. Ja. Brauchst du mehr Küchentuch? Ich glaube schon. Ja, ich weiß, wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, einfach mal tauschen. Ach so, ich wollte eigentlich das Nö, ich fand das eine ganz gute Idee. Okay. Schön auspressen. Jawoll. Das wird aber auch jetzt schwierig. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir diesen Wein dazu haben wollen oder nicht. Was denn für ein Wein? Rotwein. Ja, so ein bisschen. Doch, das ist doch schon geil. Ja, ne? 3 Esslöffel feine, trockene, weiße Semmelbrösel. Haben wir. Oh, das wird geil, so eine so Füllungen und so gefüllte Dinger, das ist immer geil. Ja, ne? So Paprika und sowas, das ist doch einfach. Oh, hast du alles von allem. Das ist voll nice. Geil, einfach geil! Ey! 4 Esslöffel gehackte Petersilie, Oh. 30 Gramm geriebener Käse, 20 Gramm geriebener Parmesan, halber Teelöffel Estragon, Salz und Pfeffer auch noch. Oh. Geil, ne? Oh, das wird so lecker. Ja. Esslöffelweise so viel Rahm dazugeben, dass die Mischung geschmeidig wird, zugleich aber noch steif genug ist, um auf dem Löffel die Form zu halten. Die Champignonhüte mit der Mischung füllen. Oh, jetzt kommt der spannende Oben Part. auf jeweils etwas geriebenen Käse und einige Tropfen zerlassene Butter geben. Oh, guck mal. Ist einfach reingestopft. Ja, aber stopft so richtig, dass jede Ritze ausgefüllt ist, oder? Das ist gar nicht so kompliziert. Und das hat jetzt von allen Rezepten, die wir bisher gemacht haben, am kürzesten gedauert. Das geht schnell und ist erfolgsversprechend. Ja, und das ist super lecker und auch recht simpel. Du brauchst nur so ein paar Pilze und Zwiebeln und so ein Kram. Ja, dann streuen wir noch ein bisschen Käse drüber. Ach so, ja, wir brauchen 2 Esslöffel zerlassene Butter, noch mehr. Und 3 Esslöffel geriebener Käse. Das ist vorbereitet für den Ofen. Das muss jetzt 15 bis 20 Minuten im oberen Drittel des auf 190 Grad vorgeheizten Ofens backen. Oh. Lecker. Na dann. 20 Minuten später. Oh.
kommt gar kein Qualm raus. Ja. Das ist neu. Stimmt, es war immer so eine Wolke, ne? Ja. Bitte, lass es gut sein. Ach du Scheiße. Hast du schon mal gefüllte Champignons gegessen? Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Ich auch nicht. Nur Paprika mal, aber nicht Champignons. Ja, das auf jeden Fall. Es ist angerichtet. Ja, dann, ich warte darauf, dass du es sagst die ganze Zeit. Was denn? Na, dein... Ach, was ich immer sage. Ja, das, ach, ich so. Will doch endlich mal... Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht. Meinst du das? Nee. Ach so. Ich will doch endlich... Ja, dann... Probier mal. Musik in meinen Ohren. Boah. Geht durch wie Buddha hier. Mm. Jeder Champignon von innen. Oh, heiß. Es ist spannend. Ich hoffe, es ist gut. Richtig spannend. Ich hoffe, ich weiß noch, bei den Artischocken letztens. Ja. Ich würde so gerne aus Zuschauersicht sehen. Stell dich doch vor die Kamera. Mann. Probier mal jetzt. Ja, okay, okay. Ich probier gleich einfach zuerst. Nein, man muss nicht, Scheiß aufs Konzept. Ich muss genießen. Wirklich? Mhm. So wie erwartet? Mega gut. Erwartung erfüllt. Übertroffen? Ja. Ist wirklich lecker. Oh, dieser Pilz ist so. Oh, so habe ich einen Pilz noch nie zubereitet gegessen. Und es schmeckt doch wirklich auf. Gut. Nein, wirklich mit dem Zeug da drin, da, dieses Zwiebel, alles Mögliche. Und die Kräuter, es schmeckt einfach wirklich sehr gut. Oh Gott. Ich bin sehr froh, dass wir mal was so richtig gut hingekriegt haben. Und das ist auch viel jetzt. Man kann alles essen. Ja, ja, das war echt ein Problem die letzten Tage. Mhm. Weißt du, was witzig ist? Was denn? Ich habe früher nie Pilze gemocht. Echt? Mhm. Sobald ein Pilz dabei war, habe ich das Essen gemieden. Mm. Weil ich fand die immer schleimig und irgendwie komisch und wollte ich nicht. Ja. Und wann hat sich's geändert? Dann irgendwann habe ich es nochmal probiert. Das wird ja, ändert sich ja auch manchmal, ja, so ein Geschmack. Und mittlerweile finde ich es richtig geil. Pilze sind mega geil. Ich hatte das mit Sushi früher. Ja? Ja. Jetzt liebe ich Sushi. Früher gar nicht. Ich glaube, wenn du das einmal in deinem Kopf hast, dass du irgendwas nicht magst, dann denkst du das ja auch einfach immer. Hm. Man kann sich, glaube ich, schwer überwinden, seine Meinung eigene Meinung nochmal zu überdenken. Wenn man es ja auch nicht nochmal probiert. Also die Füllung ist echt gut. Mhm. Halt. Und das ist auch sehr wichtig daran. Ja. Ich freue mich auf das letzte Video morgen und ich hoffe, das wird auch so hervorragend wie dieses. Hm. Bon Appetit! Do you wanna build a snowman? Come on and play with me.